Moin moin allerseits, wir sind zurück in Fallout. So, das letzte Mal haben wir einen Auftrag angenommen. Und zwar den Auftrag, Killian zu töten. So, und von Killian haben wir den Auftrag, herauszufinden oder Beweise zu bringen, dass Gizmo Killian töten will. So, das heißt, wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Unter anderem haben wir auch einen ziemlich guten Eindruck bekommen, so als Vault-Bewohner, der immer in Sicherheit war, von dieser Welt hier draußen, wie sie funktioniert. Und es ist schmutzig und voller Intrigen, kann man so sagen. Und ja, unser Scheideweg. Also wir müssen uns überlegen, töten wir Killian und holen uns eine Belohnung von Gizmo ab, der danach wahrscheinlich auch die Stadt übernehmen wird und im Endeffekt dann selber für Recht und Ordnung in der Stadt sorgt, so wie er sich das wünscht. Oder gehen wir zu Killian und sagen ihm, hey, wir haben das alles auf Band, hier sind deine Beweise gegen Gizmo, mach mal was. Gute Frage. Was tun wir? Ich sag mal so. Eigentlich ist ja... Ich würde ja sagen, wir sind nicht wirklich naiv oder irgend so etwas. Aber wir kommen ja aus der Vault und wir sind ja schon sowas in der Art... Naja, so eine Art kleiner Weltverbesserer, ne? Da wäre es natürlich blöd, wenn wir anfangen und alles hier um uns herum niederschießen für Geld. Ja, Killian, töten wir dich oder töten wir dich nicht? Nein, wir sind kein Killer. Wir lassen uns nicht anhören, um zu töten. Wir kämpfen, wenn es sein muss. Nicht einfach so. Also Killian, Auftrag erledigt. So, did you get the evidence? Ja, habe ich. Which? Bug or tape? The confession. Let's hear it. Okay, also er will wissen, was ich gemacht habe. Habe ich ihn, habe ich eine Wanze untergeschoben oder die Aufnahme gemacht? Wir haben die Aufnahme gemacht. Und jetzt hören Sie die an. That's the first time I've been happy to hear his voice. Thanks, friend. Now, time for you and me to take care of the other business. So, okay. Also jetzt hat er seine Beweise und jetzt bekomme ich meine Belohnung. I take a shotgun and shells. Nee, Shotgun möchte ich nicht. I take a suit of leather armor. Na gut, habe ich noch nicht. Das könnte mir was bringen. Doctor's Medical Kit. Nee. Stimpaks you can spare. He's going to get his due. Okay, oder ich bin der totale Weltverbesserer und sage, nein, es genügt mir zu wissen, dass Gizmo seine Strafe bekommt. Nö. Was ist denn am wertvollsten? Leder? Shotgun oder Leder? Der Shotgun habe ich ja gerade bekommen, glaube ich. Oder auf jeden Fall nur. Gewehr. Ich nehme mal einen besseren Lederpanzer. Och man. Ich wollte eigentlich die Desert Eagle, die er angeboten hat. Ich bin fast dafür, die Lederrüstung zu nehmen, weil ich ja zurzeit nur so eine Art Lederanzug habe. Ich glaube, die Lederrüstung ist besser. Oder die ist definitiv besser. Ah, Shotgun. Shotgun ist vielleicht ein Verkauf mehr wert. Ja, ich nehme die Rüstung. Pal, thanks again. Well, listen, I'm gonna take the guards and run Gizmo and his cronies out of town. I could use another gun. You up for it? Might be good for a laugh. Er ist auch ein kleiner Witzbold, okay. Also er will Gizmo jetzt praktisch ausräuchern
und geht dann mit den Wachen hin und fragt mich einfach, okay, ob ich mitkommen möchte. Ne? Er könnte ruhig noch eine weitere Hand gebrauchen oder, wie er sagt, eine weitere Gun. Könnte ganz witzig werden. Ja, könnte ganz witzig werden. Könnte bestimmt ganz witzig werden. Ich möchte aber nicht so viel in Schießereien. Andererseits, ich bin ja jetzt schon drin in der ganzen Geschichte. Ne? Ah, ist ja so ein kleines, er ist ja sehr korpulent, ne? Ganz witzig. Sicher, es könnte wert sein, zu sehen, wie er versucht, mehr als 10 Fuß, also 3 Meter, zu laufen. Ja. Okay, kommt drauf an, was du bereit bist, mir dafür zu geben. Ja, ich meine, okay, das Ödland funktioniert nach dem, ne, nach diesem Prinzip. Gibst du mir, gebe ich dir. Was gibt er mir dafür? Bin ich ein Gierlappen? Möchte ich sowas? Oder ich lehne sofort ab. Aber ich denke mal, ich werde mich nochmal bezahlen lassen von ihm. Ich möchte gerne diese Waffe haben. Ja, okay. Mal gucken, was er mir diesmal anbietet. Well, I can pay you the standard rate for mercenary work. 500 caps. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. 500. Ich habe gerade 60. Die Waffe kann ich mir davon nicht kaufen, aber mit irgendwas muss man ja anfangen, ne? Und ich denke mal, ich werde noch eine ganze Menge Geld brauchen. So ein Computerchip, wenn er überhaupt hier irgendwo zu finden sein wird, der wird dann wahrscheinlich eine ganze Menge wert sein. Good enough. Go see Lars. He'll give you the details. Okay, ab zu Lars. So. Okay. So tauchen die Aufträge. Ach doch, jetzt habe ich den Auftrag hier. Stop, Gizmo. Schön. Jetzt habe ich den offiziellen Auftrag hier. Wo ist Lars? Ich glaube, Lars war am Eingang der Stadt, ne? Ah, Moment. Meine Rüstung, wo ist meine Rüstung? Da ist sie. So. 0, 0, 0, 0, 0 und ein paar Prozente. Und jetzt die Rüstung. Naja, normal 2 und ein paar mehr Prozente. Ja, auf jeden Fall besser als das, was ich eben hatte. Noch nicht so der große Burner. Aber egal. So, wir suchen Lars. Also bist du Lars? Lars, ja. Ja, der Hund folgt mir. Also ich verrate jetzt einfach mal ein bisschen was. Das ist ja Dogmeat. Unser alter Kumpel. Oder unser in diesem Spiel neuer Kumpel. In den anderen Fallout-Spielen trifft man den auch. Und eigentlich dürfte der mir nicht folgen, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist natürlich schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bin der Meinung, man muss den erstmal füttern, dann folgt er einem. Und nicht einfach so. Na gut. Okay, Lars. Ich komme gerade von Killian. You ready to help take down Gizmo? Na, bist du bereit? You bet. Let's nail that tub. No, I changed my mind. Na, ich hab's mir anders überlegt, oder? Alles klar. Lassen wir uns fertig machen. Ja. Auf geht's. Los. Okay. So it comes down to this, Killian. Well. Okay.
Also er lässt sich nicht verhaften. Stattdessen gibt es jetzt eine schöne wilde Schießerei, wie im schönen Wilden Westen. Alles klar. Dann nehmen wir mal unsere Submachine Gun. Ich denke mal, wir verprassen jetzt einfach mal ein bisschen Munition. Ich weiß natürlich nicht, wie viele von den Wachen hier noch kommen werden. Und wie gut die beiden hier sind. Feuerfrei. Und toll. 9 Schaden. Und dafür, ich weiß nicht, 3 oder 4 Schuss Patronen verwandelt. Was hätte ich mir besser vorgestellt. So. Ein bisschen aus dem Weg gehen, damit ihr mir nicht in den Rücken schießt. Nachladen. Autsch. So. Ich versuch's aber nochmal. Wie ist das hier? Wow. Ich denke mal, das war ein kritischer. Egal, 37 Schaden. Das passt. So, wer ist das hier? Ach Moment, das... Ach, das ist Lars wahrscheinlich und das ist Killian. Okay. Nachladen. Und das war's. Doch, ich kann noch 2 Schritte gehen. Zack, zack. Oh. Yo! Da hat Ian ein Loch durch den Stuhl geschossen. Geil. Ian, das war nicht schlecht. So. Thanks for your help. Here's 500 caps. You're always welcome in Junktown, friend. Alles klar. Aber, noch ist nicht alles klar. So, erstmal Waffen wegstecken, würde ich sagen. Ich möchte gerne Gizmo durchsuchen. Plündern. Plündern möchte ich schon ein bisschen. Zumindest gucken, ob er was dabei hat. Ich meine, wer so ein Casino hat und so, ne? Der müsste eigentlich auch ganz gut was da haben, was mir vielleicht helfen könnte für meinen eigentlichen Auftrag. So. Okay, Casino ist leer. Hier wird nicht mehr gespielt. Hier wird definitiv nicht mehr gespielt. So. Hallo Izo. Bottle Caps kann ich bauen. Gizmo. Haha. Ich wusste doch, was das ist. So, okay. Ein bisschen Essen. So, 9 mm. So. Da haben wir schon mal alles geschnappt, was Gizmo dabei hatte. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier weiter umgucken. Vielleicht hat Gizmo in seinem Schlafzimmer noch ein bisschen was. Und mal gucken. Ich sag mal tschüss und bis zur nächsten Folge.